Viel besser. Liegen Welten zwischen. Dann werden wir einmal Phobos besteigen. Reiten wir weg. Das klang jetzt schlüpfriger, als es sollte. Da wird sogar Phobos ganz wuschig. Dann begeben wir uns erst einmal. Nanu? Geheime Räume suchen. Na, sagen wir hier im Baum. Wenn das schon so anfängt, ne? Wenn das schon so anfängt. Kann das ja nur heiter werden. Das war ein leichtes Ja, dem kann ich nur zustimmen. Oh. Na, 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 na. Pack dein Schwert weg. Wir sind doch anonym. Ich fühle mich ziemlich anonym. Anomanym fühle ich mich. Was? Ich habe nicht die halbe Welt bereist, um jetzt aufzugeben. Ich habe nicht die halbe Welt bereist, um jetzt. Was? Ich habe nicht die halbe Welt bereist, um jetzt aufzugeben. Dann öffne doch die Tür. Vielleicht, wenn ich hier drücke. Ich glaube nicht. Ich habe nicht die halbe Welt bereist, um jetzt aufzugeben. Ah, die Skytale, die du bei Fidas gefunden hast, sollte helfen. Wir schauen mal nach. Inventar. Warum ist das Menü so groß? Kräuter, alte Wachstafel. Steht der Brief von Fidales bei? Brief an die Schmuggler, Wegelager, Notiz. Ein Brief. Themistokles über Athen. Themistokles über Korinth. Schatzkarten, ein oller Dolch, ein Elpor, ein geheimnisvoller Brief. In der Höhle hat sich Kultistenbriefe, ein Schild. Themistokles über Kephallenia, ein geheimnisvoller Brief. Stentors Siegel, Amys Notiz, Kirkes Liste der Trophäen, Reichtum des Bruders, Talisman der Artemis, Brief von Brasidas, Skytale. Skytale-Stab ist eine Verschlüsselungsmethode, mit der Phaidias die Geheimnachricht entschlüsselt hat, die du für ihn auffinden solltest. Die Symbole sehen aus, als würden sie den Zugang zu etwas Verstecktem offenbaren.
Ja, aber Arena-Einladung, Abschiedsbrief, Kult, Befehl zur Tötung des Abtrünnigen, Schatztafel, Tasche voller Gift. Ach so, der ist ja auch nicht bei. Geheimnachricht. Kultisten. Gestohlene Waren. Nein. Einkaufsliste, Liebesbrief. Gedicht, ein Gedicht. Ist das das? Erstens, Schiff läuft auf Grund. Auf der Skitale waren kleine Bilder. Bin ich wirklich so doof gerade? Chest sagt nix. Das erste sieht wie zwei Schwerter aus. Eins, zwei, Löwe, Vogel. Dann du, glaube ich, und Vogel. Das darf man auch keinem erzählen, ne? Was machst du da so lang? Ja, man betrieb viel Aufwand. Jetzt bin ich gespannt. Atlantis-Klinge! Die rüsten wir mal direkt aus, würde ich sagen. Yeah! Was haben wir hier sonst noch so für Plunder? Alles Plunder! Nee. 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 Nein. Oh, wir haben ein neues Aussehen für Fu. Ist doch nicht neu. Wie viele Fähigkeiten haben wir? Wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Die können wir doch auch mal direkt
Fernkampfwiderstand. Und Gesundheit. Wir können das Schiff. Wir haben nur ein neues Aussehen für die Mannschaft. Söldner, Kultisten, die sind alle hinüber. Okay. Die Truhe ist geplündert. Oder abgeschlossen. Eine neue Gravur. Mit Bravour eine neue Gravur. Ja, wir gehen auf unseren Posten. Xenia und Atlantis. Die Schätze. Wir schauen mal ins Inventar. Und machen Jagd auf Schätze. Schatz, ärgere dich nicht. Okay, es scheint eine Insel zu sein mit zwei Bachläufen. Südlich auf einer Insel. Nee. Ist das mit den Bachläufen gemacht? Ich muss noch mal drauf gucken. Nee. Müsste breiter sein. Muss auch nicht so sein. Hier nicht. Das sieht nach einem Schniepel. Sind das die? Ist das hier? Ist das Salami? Die Salami? Das könnte echt hier sein. Und das hier ist diese Flüsse, die ich gesehen habe. Probier das einfach mal. Insel Salami soll es sein.
Schnell weg hier. Danke, Phobos. Wir sehen uns gleich. Ich weiß zwar nicht, warum du nie mit aufs Schiff kommst. Und dann doch am Zielort bist. Yay! Hurra! Yippie! Mal Schiff driften. Dann schippern wir erstmal. Grob hier so hin, ne? Auf Männers! Voll den Hai überfahren. So, während wir zur Insel Salami reisen, Chat, können wir uns gerne noch mal ein bisschen unterhalten. Sag mal. Ach so, wieso? Wieso sind denn die? Sollen sie gerne mal versuchen? Ja, Gott sei Dank. Der nächste. Ist hier denn auch so viel Verkehr, hör mal.
Nehmen wir mit. Oh. Die zu verkaufen wird sich lohnen. Eine Rechtskurve. Goldene Feder des Eiers. Ist das die richtige Karte, die wir jetzt... Fundort der Feder. Und irgendwo müssen wir ja mit dem Suchen anfangen, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Mach mal auf. Ist das schon hier oder ist da noch eine kleine Insel zwischen? Wo ist der nächste Hafen? Nee. Ich weiß, ob wir hier überhaupt richtig sind. Nee, ich werde das Schiff einmal verlassen. Entschuldigung. Ich glaube, wir sind falsch. Muss ich nicht aufploppen? Icarus, hat da was? Die Götter sind mit mir. Ich glaube, hier bin ich richtig. Leer. Da hatte jemand dieselbe Idee. Sprich mit dem Hüter in der Nähe. Wir sind verloren. Die Götter werden uns sicher verfluchen. Wieso? Was denn los? Auf zu heulen. Nicht so laut. Huh? Jetzt sagt mir ganz leise, was hier passiert ist. Der Leuchtturm wurde von Banditen geplündert. Den Schrecken des Kyknos. Ich fürchte, sie wollen zum mykenischen Grab von Ajas. Ich kümmere mich um sie. Oh nein, es sind viel zu viele. Ich glaube, er weiß nicht, wer ich bin. Sie rechnen nicht damit, dass ihnen jemand folgt. Ich schleiche mich an und überrasche sie. In welchem Leben hat das jemals funktioniert, Alexos?
In welchem Leben funktioniert das? In deinem nicht. Olivenholz, es hat sich nichts geändert. Guten Abend. Ach du. Ich finde dich süß. So, die Quest ist abgeschlossen. Wir bringen 10 Jahre die Feder. Das war jetzt doch überraschend. Simpel. Werden wir Xenia mit der Feder ein wenig durchkitzeln? Ich weiß, ich treibe euch zur Verzweiflung, wenn ich immer das Boot benutze. Ich schnell reisen werde. Aber wir haben nach wie vor immer noch nicht alle Unterwasserschauplätze abgeschlossen. Luft, Luft. Schön euch zu sehen, Mannschaft. Und dieses ja schon mal gesehen? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, wir haben schon einmal dieses Jahr. Wir sind schon einmal in See gestochen. Okay, da müssen wir hin. Jetzt nicht allzu weit. Na, Abmarsch, setz die Segel.
Ja, schon wieder Treibgut. Da ploppten ein paar Möwen auf. So, hier müssen wir nach links. Dann schauen wir jetzt mal auf einen schnicken Hafen entdecken. Wir nehmen den. Das Dock. Xenia wird stolz auf uns sein, dass wir ihr nach Monaten endlich ihre olle Feder bringen. Der Kapitän ist nicht mehr am Steuer. Die ist bestimmt schon alt und grau mittlerweile. Wir müssen da oben rauf. Hier geht es einmal flugs nach oben. Na gut. Hier geht es einmal flugs nach oben. Da steht sie. Du kommst zurück wie der Wind. Hast du Ayas goldene Feder für mich? Selbstverständlich. Hier, eine goldene Adlerfeder, wie bestellt. Alexos. Ach, was für ein hübsches, hübsches Ding. Schön, dass du zufrieden bist. Und die Bezahlung? Beruhige dich. Hier, für deinen Aufwand. Danke. Ihr steht sehr nah beieinander. Du warst flink wie der Westwind und hast mir meine goldene Adlerfeder gebracht. Nun hol mir eine weitere Kostbarkeit. Ich bin zu allem bereit, wonach dir der Sinn steht. Ein reicher Händler aus Makedonien besucht verschiedene Heiligtümer in der ganzen Ägäis. Und am heiligsten von ihnen will er ein großes Opfer darbringen. Ach, was will er den Göttern opfern und wieso? Der Grund ist unwichtig. Vielleicht will er, dass die Götter sein Geld vermehren. Oder sein Ding härter machen. Aber das Opfer soll ein prächtiges goldenes Armband sein. Diese Lache. Wie Aphrodite selbst. Und so kunstfertig, als hätte es Hephaistos persönlich hergestellt. An meinem Handgelenk macht es sich besser als auf einem Altar. Gut, das war auch ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Wo ist das denn? Also, wie weit muss ich reisen, um diese heiligen Orte zu finden? Einer aus meiner treuen Mannschaft, Anaximander, hat Karten dieser Orte für dich angefertigt. Er ist sehr geschickt bei sowas. Das reicht mir fürs Erste. Ich werde nach diesem Armband Ausschau halten. Nicht schlecht. Aber ich glaube, das ist nicht das, wonach Xenia sucht. Sehr hübsch. Aber nicht das, was Xenia will. Ich kann eigentlich ganz gut aufpassen, wenn ich das denn möchte.
Beschaffe das makedonische Armband. Ist das die heilige Stätte? Zu Panflöde. Lyra des Apollon. Wir suchen also eine Insel. Geht mir auch nicht weit genug rein. Es könnte, nee. Ne, es geht mir auch nicht weit genug rein. Nee, das ist auch nicht. Ist das die? Nee, ist hier nicht. Ups.
glaube, ich habe es gefunden. Nein. Nee, kann nicht sein, weil er ist ja auch direkt sofort wieder Wasser. Hier geht es mir nicht weit genug runter. Das ist eine sehr schmale Insel. Hier unten könnte es auch sein. Versuche mein Glück mal hier unten in Kythera.